Am Ende geht's doch wieder nur ums eine. Gold natürlich. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, Leute. Herzlich willkommen zu einem neuen Video über Lost Ark. Und wir möchten heute direkt nach dem Intro einsteigen und uns möglichst alle Goldquellen angucken, die es in diesem Spiel gibt. Da fasse ich einen Kommentar unter den Videos auf und ich hoffe, ich kann dem heute nachkommen. Wir beginnen ganz unspektakulär mit den wahrscheinlich offensichtlichsten Sachen und danach gehen wir immer weiter in die exklusiveren Details. Wir starten mit dem typischsten, nämlich dem Chaos Dungeon. Hier bekommt ihr zum Beispiel Zerstörungskristall oder Wächtersteinkristall und ihr seht, da steht dran handelbar. Ja, was ihr zum Beispiel auch handeln könnt, sind diese Juwelen im Auktionshaus. Dann könnt ihr die einstellen, falls ihr die nicht braucht. Ich gehe aber mal stark davon aus, dass ihr die gut gebrauchen könnt erstmal. Also falls es nicht wirklich ihr überfüllt seid mit Juwelen, behaltet die für euch. Und ansonsten, wenn ihr wirklich genug habt, dann könnt ihr die auf jeden Fall zur Auktion freigeben und da auch noch Gold mitmachen. Als nächstes Wächter-Raid. Manche haben sich es bestimmt schon gedacht. Hier bekommt ihr zum Beispiel Schmuckstücke raus, die ihr im Auktionshaus verscherbeln könnt, wenn die gute Kombination haben. Achtet da vor allem darauf, dass die Gravureffekte vielleicht Klassengravureffekte sind, denn die gehen immer ziemlich gut weg, vor allem wenn es natürlich plus 2 oder höher ist an Gravurbonus, dann ist das sehr begehrt bei manchen Spielern. Ebenfalls natürlich hier wieder die Kristalle zum Aufwerten, die könnt ihr auch traden und das ist natürlich noch eine zusätzliche Einnahmequelle durch tägliche Aktivitäten wie der Chaos Dungeon. Weiter geht's mit dem Abgrund-Dungeon bzw. auch dem Abgrund-Raid, also Argos. Hier könnt ihr wöchentlich Goldbelohnung einstreichen. Ich sage keine konkrete Zahl, es sind auf jeden Fall hunderte von Goldmünzen, weit über 500 Goldmünzen für einen Durchlauf. Wöchentlich, wie gesagt, auch beim Argos kriegt ihr da wöchentlich Goldbelohnung, wenn ihr das macht. Ist auf jeden Fall eine richtig gute Einnahmequelle, wenn ihr die Zeit habt. Dann macht das definitiv, ist eine gute Idee. Als nächstes lohnt es sich auch immer mal wieder in den Kalender reinzuschauen, denn dort kriegt ihr eine schöne Übersicht hier. Also wenn ihr oben drauf geht, hier auf das grüne Kalendersymbol klicken, dann könnt ihr hier zum Beispiel in diesen Tabs umher schwirren und euch zum Beispiel hier bei den Inseln informieren, wo ihr hier eine Chance auf Gold habt. Also die Forpe-Insel zum Beispiel ist eine Möglichkeit, wo ihr Gold bekommen könnt, unter anderem auch das Mount, was ich mal gezeigt hatte, aber Gold könnt ihr, wie gesagt, dort auch bekommen. Ebenfalls sehr interessant, ich finde es leider hier gerade nicht in der Liste, sind natürlich die Rissportale, die immer mal wieder erscheinen, überall auf jedem Kontinent eigentlich, und da müsst ihr halt gucken, wo euer Item-Level ganz gut dazu passt, und dann geht ihr dort rein, denn dort bekommt ihr am Schluss, beziehungsweise bekommt die ganze Gruppe am Schluss eine Schatzkarte und die wird ja meistens versteigert, also direkt nach Abschluss von diesem Riss. Und die Summe wird durch die Gruppenmitglieder geteilt, also was das höchste Gebot war, und das wird für alle Gruppenmitglieder aufgeteilt. Das kriegt ihr danach an euren Postkasten gesendet. Da müsst ihr allerdings direkt zu einem Post-NPC, um diese Goldbelohnung dann abzuholen. Als nächstes könnt ihr natürlich mit diesen Schatzkarten Runs veranstalten. Wenn ihr so eine Schatzkarte zum Beispiel bekommen habt, wenn ihr hoch genug geboten habt oder wenn ihr mal Glück hattet, irgendwo so eine Schatzkarte zu bekommen, dann könnt ihr diese Plätze dafür verkaufen, denn ihr könnt als Gruppe dort zusammen reingehen. Und wenn ihr dort reingeht, dann müsst ihr dort einen Boss killen in dieser Instanz letztendlich und könnt da solche Beutelchen mit Harmoniesteinen und so weiter abgreifen. Und der Unterschied zwischen den Beutelchen, die man meistens bei sich selber irgendwo rumliegen hat, ich habe jetzt glaube auch keine mehr gerade, hier die zum Beispiel, ja, die sind ja hier alle gebunden meistens, aber der Unterschied ist, dass ihr da zum Beispiel solche Beutel bekommen könnt, die handelbar sind. Und wenn ihr euch da im Auktionshaus mal umschaut, wir machen das einfach mal kurz, Verstärkungsmaterial und gucken mal hier rein, dann werdet ihr sehen, dass diese Beutelchen ganz stattlich weggehen zu einem guten Preis. Ne? Das sind ja sogar noch T2 Beutelchen. Hier sind die größeren bzw. die T3 Beutel.
Also solche Sachen könnt ihr dort bekommen und das gibt euch natürlich auch jede Menge Gold. Eine weitere Möglichkeit, ich möchte es nur erwähnt haben, ist natürlich beim Gemischtwarenhändler, ihr könnt Chaosfragmente kaufen und ihr könnt die theoretisch hier beim Auktionshaus auch wieder verkaufen. Allerdings sind die Preise dafür nicht mehr besonders gut. Ja, 10er-Pack kostet ein Gold. Aber ihr könnt so eigentlich Silber gegen Gold tauschen. Aber der Tausch ist ziemlich mies, zumindest momentan. Ich habe das mal gemacht, als die Preise sogar besser waren. Aber ja, wer es will, ich möchte es nur erwähnt haben, das ist auch möglich. Eine weitere Möglichkeit, die ich natürlich auch nicht auslassen möchte, einfach nur der Vollständigkeit halber, wobei vollständig wird es sowieso nicht sein, was ich hier mache. Wenn ihr euch hier jetzt die Juwelentruhen anguckt, dann seht ihr zum Beispiel Klasse 3, Stufe 1 bis 2 Juwelen gehen hier, so eine Kiste geht für 15 Gold weg. Ja, und wenn ihr jetzt hier in den Shop schaut, dann werdet ihr bei Maris Geheimladen, wenn dann der mal kommt, so hier ist er, werdet ihr hier unter Kampfhandwerk Empfehlung diese Truhen finden. Das ist jetzt die Klasse 2. Aber meistens, eigentlich immer, ist auch die Klasse 3 mit dabei. Da haben sie es mittlerweile geändert. Ich habe schon lange nicht mehr angeguckt. Ja, momentan ist es nur Klasse 2 hier verfügbar. Aber ihr habt es ja trotzdem gesehen, die kann man für Gold verkaufen. Allerdings ist auch hier, so wie ich das jetzt sehe, der Preis ziemlich mies. Ja, wenn man die Juwelenkosten betrachtet, die haben sich nämlich nicht verändert. Der Goldpreis im Auktionshaus allerdings schon. Hier ist sie doch. Da. Und das könnt ihr nämlich kaufen hier bei Maris Geheimladen. Und ihr seht, es ist handelbar. Das steht ja dran. Und ja, der Tausch ist jetzt ziemlich schlecht. Ich habe die Kisten wirklich mal gekauft und verkauft, als sie bei über 100 Gold waren pro Stück, die Kisten. Ich weiß auch nicht, ob ich da jetzt stolz drauf sein kann. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass es jetzt der Mega-Deal war, aber ich möchte es euch nur gesagt haben, das ist theoretisch auch eine Möglichkeit von Maris Geheimladen. Das sind ganz wenige Gegenstände, die handelbar sind. Die könnte man theoretisch kaufen und im Auktionshaus verkaufen. Gleiches gilt natürlich auch, das können wir ja gleich mal mitnehmen, wenn ihr Skins habt oder so, wo ihr keinen Bock mehr drauf habt. Vor allem, wenn es Sachen gewesen sind, wie dieses von diesem, ach, wie heißt es, ne, mit dem, was aussieht wie ein Wikinger. Dieses Set, also das da, aber das ist das zweite, was ich bekommen habe, das war nicht mehr handelbar. Aber wenn ihr das erste bekommen habt vom Ordnungsbringer, könnt ihr das theoretisch verkaufen, auch die Waffen davon verkaufen, wenn ihr das sowieso nicht anzieht oder keinen Bock mehr drauf habt oder so. Da könnt ihr natürlich ordentlich nochmal Gold machen. Und ihr seht jetzt zum Beispiel auch gerade mein Platin-Set. Das ist das Kopfbekleidung des Glaubens von Artetin. Das könnte ich auch handeln. Also nur, es sei nur mal als Input gesagt. Ich glaube nicht, dass das viele machen wollen, aber ihr könnt dadurch definitiv ein paar tausend Goldmünzen reinholen. Ja, und definitiv auch zu erwähnen ist natürlich das Sammeln. Ihr habt, wenn ihr jetzt ausgeruht seid, so 10.000 Arbeitspunkte rum, da könnt ihr natürlich ordentlich sammeln gehen. Ihr könnt die ganzen Sammelressourcen, die ihr so bekommt, wie zum Beispiel Fisch oder so, oder die Perlen hier, könnt ihr im Auktionshaus direkt als Rohstoffe verkaufen. Oder ihr nehmt diese Rohstoffe bzw. kauft selbst noch Rohstoffe zu, um zum Beispiel hier dieses minderes Orea-Fusionsmaterial zu machen oder das Kaldar-Fusionsmaterial zu machen. Achtet aber darauf, dass ihr das im Tab speziell macht und nicht die Kisten vom Bauernhof, denn die ganzen Sachen vom Bauernhof sind nicht handelbar, egal was ihr dort macht. Ich habe nichts gesehen, was man da handeln könnte. Deshalb immer gucken, nichts vom Bauernhof, deswegen auch hier nicht die Ressourcen nehmen. Die geben auch weniger Erfahrungspunkte beim Abernten. Übrigens, auf dem Bauernhof ist also auch nicht zum Leveln geeignet, wenn ihr hier farmen geht, für eure Sammelberufe, das man nur als Randnotiz. Ebenfalls hier zum Beispiel sowas wie Pulver der Weisen könntet ihr auch theoretisch handeln, ja. Allerdings war das auch schon mal ein deutlich besserer Preis. Die Dinge sind jetzt eigentlich schon durch, so ein bisschen. Das ist ein bisschen traurig in vielerlei Hinsicht, also wenn es jetzt ums Goldmachen geht, wobei jetzt ist es gerade so um die 100 Gold rum, das würde gehen als Goldmachmethode, wenn ihr jetzt denkt, ihr könnt Pulver der Weisen herstellen für 100 Gold verkaufen dann wiederum, dann könnt ihr hier drüben
ja, mit euren Abenteuersiegeln antanzen. Ihr könnt pro Tag 5 Stück Stein der Weisen oder Stein des Weisen kaufen. 5 Stück von denen mit euren Abenteuersiegeln. Dann könnt ihr die hier in der Werkstatt, ne, mit diesem Stein des Weisen zum Beispiel und ein bisschen normalen Materialien könnt ihr 5 Steine craften. Dann könnt ihr quasi pro Tag 500 Gold machen mit dieser Methode. Allerdings, Abenteuersiegel ist auch ganz schön happig. Manchmal, die muss man erstmal haben, so viel. Die spart man sich meistens ein bisschen an. Aber natürlich, je höher der Festungslevel ist und so weiter, desto schneller bekommt man auch diese Abenteuersiegel. Deshalb auch noch als zusätzliche Möglichkeit. Genauso natürlich wie ansonsten Sachen wie diese Kampfgegenstände hier. Zeitfriertrank war mal gut im Kurs. Das ganze Zeug ist jetzt halt mega in den Keller gegangen, genauso wie die ganzen Verstärkungsmaterialien. Wenn das anguckt, ne, das war früher mal 3 bis 5 Gold hier, die Steinchen pro Stück, pro 10 Einheiten. Das ist alles runter in den Keller gegangen, das Zeugs durch diese ganzen Events, ne, mit den Wächtern, das Event oder den Grand Prix Event. Dadurch sind diese ganzen Verstärkungsmaterialien extrem abgewertet worden. Das ist natürlich eine Sache, die man bedenken muss. Gleiches gilt für das Urea-Fusionsmaterial und für das Kaldar-Fusionsmaterial, was ich vorhin schon erwähnt hatte. Das war auch mal höher im Kurs und ja, muss man halt schauen, wo man hier noch einen guten Profit machen kann. Ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, eben die ganzen Sammelskills zu nutzen und seine Werkstatt zu nutzen, um zusätzlich Gold zu verdienen. Nochmal kurz zurück zu den Wächter-Raids. Hier noch eine kleine Anmerkung, nämlich auch was Goldverdienen angeht. Talurion hat mir den Tipp gegeben. Ich hatte ein Video dazu gemacht. Das verlinke ich euch auch gerne nochmal. Könnt ihr euch im Detail anschauen, worum es eigentlich geht. Kurzer Hinweis nur dazu. Die Wächter-Quests, die gibt es ja und die starten in den Gebieten. Und ihr müsst immer gucken, bei welchen Gebieten sich die Wächter befinden. Und dann könnt ihr dort euch immer eine Quest einmalig abholen für jeden Wächter. Dann tötet ihr den Wächter und dann könnt ihr die Quest direkt abgeben und bekommt dafür Gold als Belohnung plus andere schöne Goodies obendrauf. Und natürlich, je höher das geht mit den Wächtern, desto besser sind die Belohnungen, die ihr bekommen werdet. Und so höher ist auch die Goldbelohnung, die ihr bekommen könnt. Deshalb das auch nebenbei machen, warum nicht. Was natürlich auch überhaupt nicht zu unterschätzen ist, sind die Beziehungen, ne, zu verschiedenen NPCs. Da bekommt ihr bei manchen NPCs Goldbelohnungen. Ich packe euch da einen Link unten in die Beschreibung rein. Da könnt ihr direkt schauen, wo ihr Goldbelohnungen bekommen könnt. Ich kann es euch jetzt nicht mehr sicher bei allen NPCs sagen, denn Amazon Games hat ja ein paar Goldbelohnungen, glaube ich, rausgenommen wegen den ganzen Bots, soweit ich noch das weiß. Vielleicht haben sie es mittlerweile auch schon wieder geändert. Jedenfalls, wenn ihr bei bestimmten NPCs das erhöht hier, dann kriegt ihr hier zum Beispiel eine 100er Goldmünze, wie ihr seht, in Vern jetzt. Und das lohnt sich natürlich auf lange Sicht, das zu verfolgen. In der Website unten, da müsst ihr dann auf Englisch in das Suchfeld Ancient Gold Coins eingeben und dann zeigt euch die Webseite direkt alle NPCs an, wo ihr Goldbelohnung bekommen könnt. Das als Tipp für euch unten in der Videobeschreibung zum Nachschlagen. Was ich ebenfalls noch mit ins Video nehmen möchte, denn es ist nicht zu unterschätzen, wie ihr seht, für den Abenteuerfoliant auf dem Marktplatz. Da seht ihr, dass es unterschiedliche solche Sachen für den Abenteuerfolianten gibt, ne? So Sammel-Items. Und ihr braucht eine gewisse Anzahl davon, um bestimmte Achievements im Abenteuerfoliant zu erreichen. Und deswegen sind manche solcher Items hoch im Kurs. Wie ihr seht, das geht hoch bis zu 738 Goldmünzen momentan hier für die Biografie von Galatur. Und da seht ihr zum Beispiel Kontinent Jorn steht dran, könnt ihr das bekommen. Und das könnt ihr natürlich auch handeln. Hier gibt es einige natürlich, die sind nur für ein Gold unterwegs. Aber es ist eine Möglichkeit, um zusätzlich Gold zu verdienen. Man könnte solche Items farmen gehen. Ja. Eine weitere Möglichkeit, und zwar wöchentlich, ist natürlich hier die Silmaril Blutsteine von der Gilde einzutauschen gegen Verstärkungsmaterial. Jetzt hier zum Beispiel einfach die Kristalle. Ihr seht, da steht dran, das ist handelbar. Und ihr könnt natürlich jede Woche hier was eintauschen. Je höher das Gildenlevel ist oder die Forschung vorangeschritten ist, desto mehr Steinchen könnt ihr auch kaufen pro Woche. Und das Zeugs könnt ihr ebenfalls verscherbeln. Das hier zum Beispiel nicht. Da muss man immer drauf achten, ne, dass man genau hinguckt. Die Steinchen könnt ihr verkaufen. Aber die Säckchen könnt ihr nicht verkaufen und die Sprungsteine, wie es aussieht, könnt ihr ebenfalls nicht verkaufen. Allerdings, wie gesagt, halt diese Wächtersteinkristalle zum Beispiel, die gehen
Und die Zerstörungskristalle funktionieren auch, beziehungsweise bei den T2-Materialien ist es das gleiche Spiel, genauso wie bei T1, wobei sich das dann nicht mehr mega so lohnt, aber sei es mal so gesagt. Gleiches Spiel übrigens zählt auch hier an jedem Hafen. Wenn ihr wöchentlich dort vorbeischneit, dann werdet ihr sehen, dass ihr auch wieder diese Fragmente nicht handeln könnt, aber den Wächtersteinkristall und den Zerstörungskristall zum Beispiel in T3, der ist handelbar, könnt ihr mit Piratenmünzen jede Woche kaufen, hier beim reisenden Handelsschiff, das ist bei jedem Hafen, und so lässt sich natürlich auch nochmal zusätzlich Gold verdienen, wenn man das möchte. Macht mich nicht hundertprozentig dran fest, aber soweit ich weiß, also die Kisten, die man hier beim Bossrausch bekommt, die sind nicht handelbar, wie ihr seht, aber ich glaube, wenn man sie aufmacht und diese Juwelen bekommt, die sind handelbar. Ich habe noch keine Juwelen irgendwo rumliegen, die nicht handelbar sind. Also schließe ich mal daraus, dass die ganzen Juwelen, die man daraus bekommt, theoretisch handelbar wären. Wenn ihr die also nicht braucht oder meint, ihr seid gut ausgestattet schon, könnt ihr die natürlich im Auktionshaus, nicht auf dem Marktplatz, sondern im Auktionshaus verscherbeln, beziehungsweise ja, einfach mal gucken, was ist das Zeug so wert, was ist Sofortkaufpreis, was wird geboten und so weiter. Gleiches gilt natürlich für die ganzen Sachen, die ihr sonst aus dem Endgame-Content rausbekommt und wo dran steht, ihr könnt die beschränkt mal handeln, wie jetzt bei den Fähigkeitssteinen teilweise. Da könnt ihr immer mal gucken, wenn gute Gravuren drauf sind, ja, dann lohnt es sich natürlich, die mal einzustellen und mal zu schauen, ob man da einen guten Preis rausbekommt. Ebenfalls natürlich auch für die Ausrüstung, wenn ihr da was Tolles findet oder was Interessantes findet, besonders im Klasse 3 Bereich natürlich, ist das deutlich beliebter als jetzt Klasse 2. Ich glaube, in Klasse 2 geht auch schon was, aber halt nicht so viel. Deutlich mehr natürlich dann bei Klasse 3. Und hier selbstverständlich bei den ganzen Accessoires, die es zu finden gibt und die handelbar sind, wenn ihr da wirklich gute Gravuren drauf findet, gerade eben auch klassenspezifische Gravuren, rein damit in den Marktplatz und mal gucken, was ihr dort an Gold noch machen könnt mit dem Zeug. Denn am Ende macht man auf dem Markt im Auktionshaus hier wirklich gutes Gold mit den ganzen Sachen, die man so findet auf seinem Weg, die natürlich auch gehandelt werden können. Und ich denke, Leute, damit sind wir dann halbwegs durch mit den Goldquellen, die es so gibt in Lost Ark. Lasst mich gerne unten als Info wissen, falls euch noch was einfällt, wo man Gold machen kann in Lost Ark. Danke fürs Reinschalten und ich hoffe, wir sehen uns bei einem anderen Video bald wieder. Macht's gut, viel Spaß beim Kohlescheffeln und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.